Vertreter bayerischer Straßenmeistereien tagten am Dienstag im Neumarkter Johanneszentrum. Auf der Tagesordnung standen diverse Sachthemen rund um den Erhalt und Betrieb von Verkehrsstrecken, vor allem aber eine weitreichende Änderung auf Bundesebene. Von 2021 an wird eine neu gegründete Autobahn GmbH alle deutschen Autobahnen und Bundesfernstraßen verwalten. Die bestehenden Autobahndirektionen und Straßenmeistereien in Bayern werden daran angeschlossen. Die Verantwortlichen testen außerdem neue Systeme, mit deren Hilfe Straßenmeister noch zuverlässigere Vorhersagen bei Klettegefahr oder Schneefällen erhalten können. Der Bezirksvorstand der CSU Oberpfalz traf sich am letzten Samstag zu einer Klausurtagung in Berg. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Parteireform, die Kommunalwahlen 2020 sowie ein Gespräch mit dem Parteivorsitzenden Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Dieser bestätigte, dass im Laufe dieser Woche ein Konzept für wirksamen Klimaschutz in Bayern erarbeitet werde. Dabei setze seine Partei aber auf Anreize anstelle von Verboten. Klimaschutz müsse durch Zuschüsse gefördert werden und dürfe nicht mit neuen Gesetzen die Bevölkerung finanziell belasten. Am Dienstag vergangener Woche wurde das Programm für die diesjährige Kulturnacht vorgestellt. Am 28. September öffnen zum 6. Mal Museen, Galerien, Kirchen und andere Kultureinrichtungen der Jurastadt ihre Türen von 18 bis 23 Uhr. Unter dem Motto Feuer, Erde, Wasser, Luft, die vier Elemente, gibt es dann unter anderem Ausstellungen, Projektionen, Theater, Musikshows sowie Lesungen und Führungen. Eintrittsbänder, welche für alle teilnehmenden Veranstaltungsorte gelten, sind im Vorverkauf für 3 Euro unter anderem an der Touristinfo erhältlich. Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt.